ist natürlich die Frage. Könnten natürlich auch mal versuchen. Die haben ja in der Tanke sicherlich auch noch ordentlich was zu futtern. Kochtopf. Was? Kochtopf? Ach, Kochtopf, den brauchen wir da auch noch mal für irgendwas, ne? Ich nehme mal den Kochtopf auch mal mit. Ich weiß, wir haben gleich, wir sind so wieder voll. Müssen wir wahrscheinlich eh gleich wieder umkehren. This will come in handy. Ah, siehst du mal. Metall. Ich nehme es erstmal mit. Wir werden uns dann gleich nochmal bei der anderen kleinen Hütte, glaube ich, nochmal ausleeren. Aber wir sind ja sowieso schon wieder halb müde. Von daher, sonst müssen wir nächsten Tag halt lostingeln. Das passt dann schon. So, das ist auch noch alles leer. Hier können wir nochmal durchsuchen. Schließfach Nummer 7. Außer Scheiß sind wir gleich wieder ankambert. Da ist nix. Da ist auch nix. Sowieso nix. Da ist noch ein Buch, was wir mitnehmen können. Could end up being useful. Naja gut, man kann die Socken kann man nachher auseinanderschraubseln, ne? War das nicht so, dass man die auseinandernehmen kann? Plus 0,4, Aktion ablegen, Aktion reparieren, zerlegen. Da. Ja, wir haben es doch schon fast wieder Nacht. Ich glaube, wir gehen noch mal eine Runde pennen und dann ist es gut. Das bringt ja eh nicht allzu viel. Wenn wir jetzt immer lostigern, ist der Tag schon fast wieder vorbei. Dann haben wir außerdem diesen Tagesrhythmus, hätte ich ganz gerne. Vorhang. Ach so, Vorhänge kann man auch mitnehmen. Oh, wusste ich gar nicht. Na, umso besser. Nehmen wir doch sonst mal ein bisschen Stoff mit. Hatten wir oben eigentlich auch Stoff oder Vorhänge? Sonst können wir die gleich mitnehmen. Hatte ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ich hatte das jetzt auch nicht ausprobiert. Duschvorhang? Nö, alles klar. Stoff ist nämlich gar nicht so verkehrt. So. Immer schon wieder duster. Ja, wir müssen wieder ein bisschen was zu essen finden. Ach, Milton hier, Post Office, da müssen wir auch nochmal unbedingt rein. Oh nee! Schönen guten Tag. Frohe Weihnachten. Ich gehe gleich drauf den Chat drauf ein, ne? Also nicht wundern. Das machen wir. Ah, hier ist es so duster drin. Ich sehe hier nichts. Müssen wir doch kommenden Tag machen. Scheiße. Ich sehe da wirklich rein gar nichts. Wir müssen irgendwie eine Fackel oder sowas haben. Was? Ach, guck mal da. Wolf. Wir gehen noch mal kurz pennen. Ich kann Pferd essen. Ja, ich auch. Also, wir brauchen aber erstmal ein bisschen Haier. Und 300. Müssen wir leider vertilgen, das Ganze, den ganzen Kram. Ah, nochmal pennen gehen. 6 Stunden, 7 Stunden, 8 Stunden. Mal gucken, wie spät wir es dann haben.
So, übrigens, Orne, ist das schon die überarbeitete Version der ersten beiden Kapitel? Ja, ist es. Ich glaube, ich brauche doch noch mal irgendwie 4 Stunden. Ach, guck mal, jetzt ist es ein bisschen hell. Jetzt können wir ein bisschen was machen draußen. Sehr gut. Achso, wir müssen was trinken, ne? Das wäre vielleicht auch mal ganz, ganz gut. So. Brauchen wir dringend was zu essen. Diese Frage, hat der Wolf noch was übergelassen? Können wir uns da noch mal ein bisschen bedienen, oder... Nicht zum Zerlegen. Okay. Also war er da schon bei. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal weiter. Achso, ich wollte mich nochmal weiter nochmal ausmüllen. Hier vorne war das, ne? I need to find food. Ja, ich weiß, wir müssen Essen finden. Ich weiß. So, da war ja unser Stuff drin, ne? Alles klar. Da packen wir hier mal den anderen Kram rein. Ach so, hatten wir hier noch... Hatten wir hier nicht schon geguckt? Da ist doch unser Kram noch hier drin. Aber die sind wir schon durchgegangen, oder nicht, die Schränke? Okay, wundert mich jetzt ein bisschen. Okay, pass mal auf, wir packen das nochmal schnell rüber. Das nochmal rüber, Kanister rüber, Kochtopf rüber. Hagebutten, fast 1 Kilo, ja... Weiß nicht, ob wir das jetzt zwingend brauchen. Das können wir gleich futtern. Nähzeug, das behalten wir nochmal. Kurz Metallschrott rüber. Bücher rüber. Brennzeugs rüber. So, das hauen wir uns gleich in die Binde. Stöcker, die wollten wir nochmal rüberschmeißen. Alles umlagern. Das kommt rüber. Papier können wir noch mal rüberschmeißen. Steine müssen wir gucken. Vielleicht kriegen wir dann noch mal den einen oder anderen Hasen noch mal mit erlegt. So. Die Sammelmission für die alte Mutter muss man immer noch machen. Ja, das ist, also man, ich denke mal, so die groben Sachen wird man grundsätzlich immer noch machen müssen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hä, was ist denn das für eine Tür? Kommen wir da an? Ah, nee, das ist nur die zum Zimmer hier. Die wird man alle mitmachen müssen. Also ich denke mal, die ganzen Missionen, die vorher schon da gewesen sind, die wird es auch jetzt noch geben. Nur, dass es eben halt erweitert worden ist. Und ich spiele jetzt auch die Redux-Version nur deswegen, weil es eben neue Charaktere gibt und neue Story-Elemente. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Weil ich hätte das ganz gerne vollständig. So, Tür öffnen. Ich gehe schon wieder in irgendwelche Gebäude rein, wo ich eigentlich gar nicht reingehen wollte. Um mich dann wieder voll zu müllen. Rennfahrerhandschuhe, ich glaube, die brauchen wir nicht. Die könnte man höchstens mit verbrennen, hier die ganzen Sachen. Was haben wir hier? Hinweis auf Postamt. Text lesen. Hinweis aus dem Postamt von Milton. Margaret, wir dürfen keine Post mehr in Milton annehmen. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufs Festland zu bringen. Das dürfen die Kunden aber nicht wissen. Sonst erfahren sie, dass wir sie schon die ganze Zeit hier aufbewahren. Denk dir eine Ausrede aus. Fordere die Leute bei jeder Gelegenheit auf, E-Mails oder Drohnen zu verwenden, falls sie es sich leisten können. Ich halte die Augen auf dem Postweg offen, aber mach dir nicht so viel Hoffnung. Wahrscheinlich hat Jack ihn wieder mitten im Nirgendwo vor einem Baum gesetzt. Da werden wir ihn wohl nie finden. Ich hätte ihn daran hindern sollen, den Wagen zu nehmen, während er betrunken war. Ich schaue, wie ich die Situation wieder gerade biegen kann. Halte durch. So nehmen. Ich weiß zwar nicht, ob wir die noch irgendwie brauchen, aber dann nehmen wir mit. Irgendwas einmal durchsuchen.
can make something with this. Stoff. Stapel Papier, das sind eigentlich alles Sachen. Ah, Medical Plants. Gegenstand gefunden, Arzneipflanzen von großer Bär. Finde und ernte, bla bla bla, Karte anzeigen, mehr für Informationen. Ja, da sind wir jetzt, das ist klar. Für mehr Informationen auf der Karte gucken, aber das zeigt er ja so nicht an, ne? Okay, und J. Graue Mutter, Hauptstory, Nebenstory, Grundlagen des Überlebens, Bankschließfach, Schlüssel. Ach, guck mal, Grundlagen des Überlebens. Um die stille Apokalypse zu überstehen, brauchst du mal gegen Überlebensfähigkeit. Finde die Sammelgegenstände, die dir wichtige Lektionen über das Überleben beibringen können. Finde und ernte einige der Heilpflanzen, die auf großer Bär wachsen. Lackpurling-Tee, Bartflechtenverband, das hatten wir aber, glaube ich, hatten wir schon, die Bartflechten haben wir schon gefunden. Hagebuttentee, also das müssen wir alles nochmal machen. Lerne, wie man Kleidung repariert und ausbessert. Das wird eines Tages das Leben, wird dir eines Tages das Leben retten. Kleidung reparieren, das sind also so Nebenmissionen. Ah, guck mal, das sind zum Beispiel Sachen, die neu sind. Also meine ich zumindest, dass die neu sind. Das mit den Bankschließfächern, das gab es vorher schon. Kann man die Bücher mittlerweile lesen? Jein. Also wie gesagt, du bekommst diese Bücher, wie du sie gerade eben gesehen hast, ne? Dann gehst du halt hier in Nebenstory und dann hast du hier diese Extra-Quests, wenn du so willst. Also die Grundlagen des Überlebens. So, da musst du halt gewisse Sachen sammeln und da zubereiten und dann, ich weiß nicht, welchen Vorteil du davon hast, aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du dann bestimmte Fähigkeiten. So, hier ist nichts weiter, da ist auch nichts weiter. Hier haben wir einen Stick, den lassen wir mal liegen. Da ist auch nichts. Post am Verlassen. Hier ist noch Papier, das können wir natürlich alles noch mit verbraten. Aber hier ist auch nichts weiter. Hier ist alles zu. Ach, guck mal, Rucksack. Kannst du wieder sehen. I could use this. Socken waren drin, immerhin. Ein Glück waren da Socken drin. Aber hier ist auch nichts weiter. Naja, gut. Dann nicht. Wir können natürlich mal ums Postamt einmal rumgehen und mal gucken, ob wir vielleicht noch einen Hintereingang irgendwie haben, weil es kommt jetzt ein bisschen wenig vor hier. Ach, wir können hier ja nicht reinspringen. Oh. Ich glaube, da ging kein Weg rein. Nee, sieht nicht danach aus. So, da. Da ist nix. Da ist auch nix. Auch nix. So, wir gehen jetzt mal zur Tanke, damit wir das auch mal fertig kriegen, das ganze Thema. Den Rest müssen wir dann so nach und nach mal. Guck mal, da sind noch Kisten. Das interessiert mich natürlich immer, was da drin ist. Aber unsere eigentliche Mission ist natürlich dann erstmal zur Tanke gehen und da plündern. Aber ich meine, wir können den nicht plündern. Ich meine, da war das mit der Crowbar, also mit dem Kuhfuß. Dass wir dafür einen Kuhfuß brauchen. Also brauchen wir was zu essen. Ich denke mal, wir sollten uns erstmal was zu essen organisieren. Weil ich glaube, der Oma ist es nachher egal, was wir ihr für Essen geben. Ob das nachher ein Hirsch ist oder ob das ein paar Müsli-Riegel sind. Also ich glaube, das ist der Tante nachher egal. Ich muss nur mal ein bisschen Augen aufbehalten, was so Wölfe angeht. Weil die streifen mir ganz gerne mal rum. Und wir haben zu wenig Waffen. Ich hasse es, wenn mein Auto früh so aussieht. Ja. Ja, so sehen, glaube ich, momentan alle Autos hier aus. Wir brauchen Essen. Guck mal, da hinten ist mir auch der nächste Wolf. Der ist aber gerade am Zerfleischen. Der ist also beschäftigt. Und hier brauchen wir eine Crowbar, meine ich. Nee, doch. Kommen wir da rein? Okay, dann kommen wir doch rein. Oh mein Gott, ich stand auch ohne Crowbar vor der Tanke. Oh! Das war neu. Der war hier vorher noch nicht. Gemischtwarenladen. Das ist also. Okay.
Wir haben hier definitiv schon mal einen neuen Kameraden. Methuselah. Okay. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. Methuselah. I'm here to witness the passing of Methuselah. Age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? Astrid, fragen wir jetzt nach Astrid. Wir fragen jetzt mal nach Astrid. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Hoffen wir doch. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Stadt? What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. Verloren kann man gut sagen. It's a town of the old world, discarded, left behind. Und voller Schnee. Won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Autos, merkwürdig. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here. Years ago, Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm, power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. Any idea why all the cars are stalled and left behind? Na, warum wohl, wenn du einen Stromausfall hast? They all stopped running. People abandoned them. Genau. Wenn du sie nicht benutzen kannst, wie willst du mit denen fahren? Now. You always hast du selber gesehen beim Flugzeug. My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished, but you'll have to live with what remains. Okay. Go safely, and good luck to you. Genau. I hope you find what you're looking for. Das hoffe ich auch. Ja, so viel hat er uns jetzt natürlich nicht erzählt. Ich weiß nicht, vielleicht... Tagebuch aktualisiert. Gucken, was wir hier haben. Methuselah. Er mag alt aussehen, aber Methuselahs klarer Blick zeugt von einer tiefen Weisheit und er strahlt eine ungewöhnliche Stärke aus. Er verfügt über die ruhige wissende Autorität, die nur jemand hat, der schon einiges im Leben gesehen hat. Methuselah scheint mehr über die Geschehnisse auf Großer Bär zu wissen, als er verrät. Die Graue Mutter können wir auch noch mal ganz kurz vorlesen. Eine alte, blinde Frau und die wahrscheinlich letzte Überlebende in Milton. Sie scheint zu wissen, wo Astrid hingegangen sein könnte. Naja, ich weiß nicht, ob die alle tatsächlich wissen, was hier abgeht. Oh, Müsli-Regel. Oh, das ist gut. Das ist gut. Karton, das können wir natürlich alles mitnehmen. Was haben wir hier noch? Karton. Das können wir uns alles mal spielen. Oh, eine Sturmlaterne. Die ist ganz cool. Die können wir mitnehmen. Da brauchen wir nur Ölfüller, aber das Öl hatten wir ja in diesem großen Kanister ja gefunden. Notiz Orca, was haben wir da denn dran?
Notiz im Orca-Tankstellen-Shop. Allgemeiner Hinweis für die Orca-Tankstellen auf Großer Bär. Da wir nicht mehr in der Lage sind, eine angemessene und zeitnahe Vorratslieferung von unseren Verteilzentren auf dem Festland zu gewährleisten, müssen wir unsere Vorratslieferung leider auf einen Termin pro Quartal reduzieren. Aus diesem Grund lockern wir die Einschränkungen. Wir, heißt es dann noch, oder? Aus diesem Grund lockern wir die Einschränkungen für lokale Lieferanten. Dies gilt nur für unsere entlegenen Standorte. Alle Orca-Tankstellen auf dem Festland müssen ihre Waren weiterhin von genehmigten Anbietern beziehen. Okay. So, da ist nichts weiter. Ist hier noch irgendwas hinter der Theke, was wir brauchen können? Metallstuhl? Ja. Kasse durchsuchen. Natürlich nichts. So, haben wir hier noch was? Wir haben ein Paddel. Das Paddel lassen wir nochmal da. Ich weiß jetzt, vielleicht brauchen wir es später nochmal. Aber wir müssen uns nochmal ins Hirn rufen, dass wir vielleicht später das Paddel vielleicht gebrauchen können. Vielleicht ist es auch einfach nur Brennstoff. Das schätze ich mal eher. Pfirsiche. Wir nehmen hier mal alles weg hier. Brauche ja alles nicht mehr. Oh, hier Hundefutter. Das kriegt alles die Oma. Mutti. So. Also den ganzen Brennstoff lassen wir nochmal hier. Das holen wir uns später sonst ab, wenn wir es tatsächlich brauchen. Ne? Salzcracker. Oh, hier sind auch mal ordentlich Salzcracker. Ups. Na. Hallo. Ich will auf die Salzcracker rauf. So. Oh, Karton. Haben wir hier noch was? Das ist alles nur Papier, alles brennbar, alles gut und schön. Zeitungspapier, Kiste. Ich bin fast gewillt. Oh, hier ist noch eine Pfirsichdose dran. Die auseinanderzunehmen. So, Kühlbox. Just what I need. Oh, sehr schön. Trockenfleisch. Hier noch Orangenlimo. Alter Schwede. Also da kriegt Mutti ein bisschen was in den Kühlschrank, würde ich sagen. Da ist aber nirgends was drin. Das kann ich nicht mitnehmen? Okay, schade. Das auch nicht, das auch nicht. Dose Kaffee nehmen wir noch mit. Riegel. Das auch noch? Nee. Karton. Becher. Was da oben? Kann man das noch mitnehmen? Ah ne, da ist auch noch ein Becher. Auch nix. Okay. Na, auf Klo sollten wir eigentlich keine Ressourcen finden. Außer vielleicht Verbände. Oh, nicht schlecht. Das war schon schlecht. Aber wir müssen auch dringend was essen. Was haben wir denn hier? 450, 300. 47. Ich würde mir ganz gerne eigentlich die Pfirsiche hier reinpfeifen. Fülle den Kühlschrank der Lebensmitteln. Da steht natürlich nicht, welche Lebensmittel ihr geben müssen. Ne? Also von daher. Wollte mir das Game eigentlich kaufen, finde den Schwierigkeitsgrad aber ziemlich hoch. Das hatten wir am Anfang, wo ich gestartet habe mit der Runde. Du kannst auch den Schwierigkeitsgrad abändern. Also es gibt so halt in diesen Standardgrößen von leicht, mittel, schwer, so in dem Dreh. Ne? Also das kannst du auch dementsprechend einstellen. Das ist auch nicht das Problem. Bügel. Achso, ja klar, das müssen wir auseinanderschrauben. Beziehungsweise sägen. Achso, nee, ich will ja nicht raus. Ich will nicht raus. Ich wollte ja gar nicht raus. Ich wollte mir nochmal die WCs angucken. Oder einen Teil der WCs. So, da haben wir alles rein. Da haben wir überall reingeguckt. Hier wollte ich mich nochmal rein. So Bücher. Ach ja, gut, wollte ich eigentlich nicht. Egal. Club Automan LP. Schön, guten Tag. Moin, moin, Matrose. Moin, moin. Guten Tag. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Auseinander hier. Ja, Papier nimmt man.
Wasser. Wasser ist immer gut. So. Ja, die brauchen wir nicht. Die können wir natürlich auseinandernehmen, aber was soll's. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Brecheisen. Ja, das ist das, was ich meinte, wo wir ein Brecheisen verbrauchen. So, das haben wir alles schon. Und guck mal, hier ist nämlich ein Schlafsack. Den brauchen wir nämlich nachher, um auch in der Wildnis draußen zu überleben, beziehungsweise dort schlafen zu können. So, da ist aber noch was drin. Ah, sehr gut. Metallregal, Zeitungspapier. Das holen wir uns nacheinander immer noch mal ein bisschen weg, würde ich mal so sagen. Feuertonne. Ach, hier können wir uns... Ah, guck mal, hier können wir uns auch ein bisschen was braten. Das ist ja auch nicht schlecht. Wegelagerei, was steht da denn drin? Wegelagerei. Hey Kumpel, tut mir leid, dass ich dich bei dem Sturm und dem Strom und allem so hängen lasse, aber an der oberen Brücke scheint heute Abend das reinste Chaos ausgebrochen zu sein. Autos sind stehen geblieben, ein absolutes Durcheinander. Und irgend so ein reicher Festländer will einfach nicht aus seinem Truck aussteigen. Glaub wohl, dass wir ein Haufen Banditen sind, die ihn übers Ohr hauen wollen. Kennst du ja. Jedenfalls gehen Jason und ich dorthin, um zu sehen, ob wir ihn zur Vernunft bringen können, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Ich erkläre dir morgen alles. Vielen Dank, Peter. So, das nehmen wir mit. Ach, guck mal, hier sind wir Pfirsiche. Oh, Pfirsiche, siehst du. Da haben wir noch ein bisschen was. Metallregal, Metallregal, Metallregal. Alles immer schön Material, was wir nochmal alles mitnehmen können. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, ne? Wir haben hier alles eingesammelt. Habe ich was übersehen? Ich hoffe nicht. Mal kurz mal grob rüber gucken. Ja, dann Methusalem. Also ich weiß, dass er nicht Methusalem heißt, aber mach's gut. Wir sehen uns vielleicht später wieder. Ganz sicher werden wir uns später wiedersehen, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum du da sitzen solltest, wenn du nicht auch irgendwelche Missionen hier für uns hast. Ja, aber eins nach dem anderen. Ich gucke da gleich nochmal rein, was ihr in den Chat geschrieben habt. Ich gucke jetzt erstmal, was ich hier noch machen kann. So. Dut, da ist nix. Ich sollte auch mal die ganzen Autos nochmal looten, weil ich glaube, da waren auch hier und da auch nochmal Schlüssel für Bankschließfächer, glaube ich, mit drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Oder vielleicht mal irgendwelche Nebenmissionen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hatte ich da, glaube ich, mal gefunden, wenn ich mich recht erinnere. So, da kommst du auch nicht ran. Motorhaube öffnen. Warte mal. Da ist aber auch nichts drin. Gut. Können wir vorne nochmal reinschauen. Hier irgendwie was. Stück Kohle, ja gut. Ansonsten Signalpatrone. Für die Leuchtpistole, die wir nicht haben. Ja. So, okay. Ja, eigentlich hätten wir alles soweit zusammen. Ist noch schon fast wieder encumbert. Stein. Kriegen wir die eigentlich auch? Guck mal, die kriegen wir so richtig schön auseinandergehauen hier. Das wird natürlich nachher nochmal interessant. Also wenn wir für Ümchen nachher so die ganzen, das ganze Holz oder sowas organisieren, dann können wir die ganzen Paletten nicht weghauen. Das können wir mal fein machen. Können wir die Dinger auch kaputt hier? Nee, leider nicht. Geht's eigentlich dahin? Guck mal, die Bänke können wir noch auseinanderkloppen. Dann ist ein Hoppelhasi. Nix, da ist auch nix. Da ist nix. Na, gerade die Monate, sie braucht meine Hilfe. Ja, Frank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Schönen Dank, dass du reingeschaut hast. Guck mal, was sagte ich gerade? Bankschließfach. Schönen Dank, dass du reingeschaut hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und bis die Tage. Siehst du, ich habe doch gesagt, irgendwo finden wir nämlich diese Schlüssel. Können wir den Baum auch mitnehmen? Ne, können wir nicht mitnehmen. Schönen Duftbaum müssen wir mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier drin überhaupt irgendwas finden. Okay. Ich würde mal fast sagen, lass uns mal wieder zurückgehen.